meinem Kanal. Heute ist es soweit. Ich nehme den Motor jetzt erstmal raus. Als erstes müssen wir die ganzen Kabel und Schläuche abtrennen von Motor und Roller. Ich fange mal an mit Zündkerzenstecker. Dann haben wir hier Schläuche vom Vergaser. Zack, zack. Eigentlich kann ich den Vergaser ja drauf lassen. Weil es muss das hier eh ab. Also lasse ich das mal lieber drauf. Den Unterdruckschlauch lasse ich mal drauf. Und schraube an der Stelle lieber ab, den Vergaser. So, Vergaser ist ab. Als nächstes haben wir Stromkabel, was von der Lichtmaschine ausgeht. Stromkabel haben wir hier, geht aus dem Motor raus, ist hier mit dem Kabelbinder fest. Machen wir mal auf. Ja, solche Kabelbinder kann man tatsächlich aufmachen. Das funktioniert so, indem man dieses Pipsel hochdrückt, dann kann man das einfach rausziehen, dann kann man das wieder benutzen. So, hier ist das Kabel. Und hier ist normaler Kabelbinder, den muss ich aber aufschneiden. Den Gummi zurückstülpen. Dann haben wir hier. Oh! Zeig mal hier. Das ist Metall, blankes Metall. Das sowas darf natürlich nicht sein, ja. Da hat jemand hier versucht, was abzuisolieren. Aber ziemlich katastrophal. Das ist nämlich mit Klebeband drum gewickelt. Aber irgendwie halt, ne? Oh, das klebt wie Huf an den Pfoten. Ach nee, nö, alles gut. Das war kein Metall, das ist hier noch Silikondings drüber. So, einmal. Für was zum Teufel dann überhaupt hier Klebeband? Dran klatschen. Okay, ein Stück. Und hier ist noch ein Stück. Boah, der ist aber fest. Das ist auch kein normales Isolierband, das ist irgendwie so. Ich weiß nicht. So, das ziehen wir ab und das ziehen wir ab. Nach Farben passt das gut. Okay, dann haben wir hier noch den Stecker. Pipsel runterdrücken, dann kann man den rausziehen. Zweifachstecker, den gibt es noch mit Dreifachstecker. Dementsprechend ist hier dann aber auch drei Kabel. Hier sind bloß zwei Kabel in einem Dreifachstecker praktisch. Also hier zwei Kontakte und hier zwei. Masse geht in dem Fall über den Motor. So, schauen wir mal, was haben wir hier noch? Wir haben hier Massekabel auf der Seite. Das ist hier, geht Masse zum Motor. Das muss ich natürlich noch vorher abmachen. Die Schraube schraube ich gleich wieder rein, damit es einfacher wird. So, und jetzt die ganze Geschichte erstmal hochpumpen. Ich habe das jetzt den Roller soweit schon fest. Das Rad ist praktisch in der Luft, lässt sich hier drehen, wie man hier so schön erkennen kann. Vorne ist es befestigt mit Gurten und unten drunter Freiheber. Das Ganze habe ich hier mit so einem Lenkerband gemacht, so dass der Motor praktisch nicht unter Last steht. Schauen wir mal auf der Seite weiter. Wir haben hier Stoßdämpfer dahinter und davor haben wir Luftfilterkasten. Ich glaube, wenn
wenn ich noch eine Hebebühne baue, dann baue ich das entweder elektrisch oder hydraulisch oder pneumatisch oder irgendwas mit Knöpfchen. Schauen wir mal hier rein. Und hier drin ist eine Schraube. So. Eine Schraube. Sehr gut. Dazu brauche ich keine Zehnernuss, sondern eine Achternuss. Eine Schraube bleibt dran. Pass auf, dann fällt das gleich alles entgegen. Dann scheppert es gleich hier. Chinesische Schrauben. Was ist denn jetzt? Ah! Guck mal, wir haben hier noch eine zweite Schraube versteckt, aber die Halterung ist praktisch von der Radseite, also von der anderen Seite. Ich hoffe, da ist keine Mutter dahinter. Nö! Zwei davon. Jetzt haben wir einen Luftfilterkasten. Also hier aufgepasst, die sind nämlich nicht in einer Flucht, ja. Die Halterung ist weiter versetzt als die und die kommt hinter der Motor und die kommt hier vor der Motor. So weit, so gut, das können wir erstmal an die Seite hängen. Dann. Die hier in so eine Schicht ein bisschen weg tun, dass wir hier den Platz wieder bekommen. Dann muss ich hier die Schraube abdrehen. Die hier, was wird denn da sein? 10er, 12er, 12er denke ich. Ha, bin ich gut, 12er. Auch die Schraube mache ich wieder rein, dass ich dann mich nicht dumm und dämlich suchen muss. So, dann haben wir hier an der Achse, das ist keine ganze Achse, das ist jeweils eine Schraube von der Seite und von der anderen. 14 die Mutter und 14 die Schraube. Übrigens, ich sehe hier noch was anderes, was ich vergessen habe, so ein bisschen. Die Bremse muss ich natürlich auch abtrennen. Ne? Das lege ich jetzt einfach mal so nach vorne. Bitte hier aufpassen, nicht knicken. Das muss schon mindestens ein Bogen sein, wenn ihr so schon wegmacht. Das ist jetzt die letzte Schraube, an der hängt jetzt der ganze Motor. Also wenn ich die jetzt rausziehe, dann hebe ich den Motor mal leicht an, so, mit der Hand, und dann kann ich den abziehen. So, jetzt aufpassen und schön Stück für Stück rausholen. Haben wir hier den Vergaser, der hängt dran.
Und wir haben hier das Anlasserkabel. Das ist hier auch noch dran. Das kann ich hier aber am Stecker abziehen. Endlich. Kabelbinder festgemacht mit dem Stecker und jetzt kann ich den Motor, so wie der ist, rausnehmen. Das Blöde an dem Motor ist, die haben halt keinen Griff, ja. Da hat man natürlich jetzt nichts zum Anfassen. Ist halt ein bisschen blöd, aber was soll's. So, nehmen wir, der ist. Voila, ich habe einen Motor in der Hand. Komm mal hier mal gleich aufmachen.